Es wird Licht. Unser heutiges Thema lautet Schuld und Schweigen, das Phänomen sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Ich war bei den Salvatorianerinnen im 22. Bezirk, da bin ich in der Volksschule hingekommen. Dort sind wir eigentlich gefoltert worden. Es muss eine unabhängige kirchenexterne Aufklärung geben. Unsere Erfahrungen können den Politikern helfen, zu erkennen, wo noch etwas getan werden muss, wo noch Veränderungen nötig sind. Wir machen auch Druck in die Richtung.